Das ist eine der Kühltruhen, die am Dienstag von einem Tross aus Veterinäramt, Feuerwehr und Polizei leergeräumt wurde. Es waren insgesamt 27 Tierkadaver, alles Welpen, erklärt uns Sven Elzner im Exklusivinterview vor Ort. Ein Schockfund, der Tierschützer aufschreien lässt. 27 tiefgekühlte Welpenkadaver? Wo kommen diese her und warum lagerten die direkt tiefgekühlt in der Welpenstube? Der Besitzer selbst versucht aufzuklären. Wir haben nun mal bei der Welpenaufzucht ein paar Welpenkrankheiten, die sind sehr furchtbar. Die können durchs Impfen ausgelöst werden oder wenn die Mütter nicht richtig gesund waren. Und ich muss nachweisen, woran die Tiere gestorben sind und muss sie halt auch in diese, so habe ich immer gedacht, in diese Kühltruhe legen, damit der Veterinär, wenn er die Kontrolle macht, das nachlesen kann, welcher Hund eingegangen ist. Und wenn er dann wünscht, theoretisch, dass er sagt, das ist mir jetzt, sag ich mal, zu viel, was ist da passiert, dann kann er diese Tiere zum Beispiel untersuchen lassen oder ähnliches. Über eine lange Zeit die tiefgekühlten Tierkadaver aufzuheben, war falsch, sagt er. Warum er das so getan hat, kann er jetzt auch nicht mehr richtig erklären. Er hätte die Tierkörper viel früher entsorgen müssen, so wie immer. Vorher, so Elzner, sei die Sache immer mit dem Veterinäramt abgestimmt gewesen. Eine Basis, die es so seit längerem schon nicht mehr gibt. Der Amtstierarzt war jetzt schon 3 Jahre nicht mehr da. Ja. Das heißt, er hätte aber kommen müssen, um die Welpen zu begutachten, damit ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht, ob er wirklich eine Pflicht hat, hier regelmäßig zu kommen oder nicht. Aber da ich nun mal Tierhalter bin und auch im öffentlichen Leben stehe, bin ich eigentlich noch vor 2008 circa 3 bis 4 Mal im Jahr kontrolliert worden. Hier setzt Elzner an und vermutet gar einen Racheakt hinter dieser Razzia. Er war geschockt, wie die Welpenstube gestürmt wurde. Hammer gefragt, weil wir mussten die Kühltruhe zulassen, aber ich habe dann nachher noch durchgeregt, dass wir wenigstens eine Pappe drauf machen, die dann versiegelt wird. Und der Hammer, Sie sehen die Spuren vom Hammer, die Tiere freigeschlagen. Elzner wirft den Behörden auch vor, die Kadaver unsachgemäß und falsch abtransportiert zu haben. Seit 12 Jahren betreibt Sven Elzner die Welpenstube. Er sagt, als Hundevermittler zählt man nicht zu den beliebtesten Personen in der Gesellschaft. Immer wieder ruft das Tierschützer auf den Plan. Aber er sagt auch, seine Welpenstube stehe immer offen für jeden. Und er ließ auch uns vor Ort ungehindert und offen drehen. Von der Krankenstation bis zum Blick in die Bücher. Es passiert also nicht regelmäßig, jede Woche oder jeden Monat, sondern es kommt dann 2-mal im Jahr vor. Ja. Wo man einfach nichts gegen machen kann. Trotzdem steht nun der Vorwurf im Raum, Tierquälerei oder ganz normales Prozedere, nur halt unsachgemäß. Damit werden sich jetzt die Behörden beschäftigen. Laut Staatsanwaltschaft Potsdam ist noch keine Anzeige eingegangen. Alle Kadaver seien nach Medieninformationen in ein Labor nach Frankfurt-Oder gegangen. Danach werde weiter entschieden. Zu den Vorwürfen, bei der Razzia unsachgemäß vorgegangen zu sein, wollte sich heute seitens der Verwaltung niemand äußern. Man hält sich bedeckt, da es ein schwebendes Verfahren sei. Ein Schlusswort scheint hier also noch lange.